Hallihallo, meine Lieben, und willkommen bei Ediths kreativen Chaos. Ja, es ist früh am Morgen, wo ich dieses Video drehe. Ich bin voll motiviert. Also würde ich sagen, wir machen heute ein weiteres Lost Place Video im Junk Journal. Für alle, die jetzt nicht wissen, was erzählst denn da, wieso Lost Place im Junk Journal? Ich habe schon einmal ein Video gemacht, wo ich ein Lost Place Foto im Junk Journal umgesetzt habe. Ich werde euch das Video oben verlinken. Ich zeige euch vielleicht nochmal, wie das Bild ausgesehen hat. Ja, das war mein erstes Bild aus dieser Serie sozusagen. Ich habe mir vorgenommen, heuer ein paar von diesen Lost Place Videos im Junk Journal zu drehen. Hier habe ich ein Seidenpapier genommen, habe das sozusagen zur Tapete umgestaltet, mit verschiedenen Distress-Farben gearbeitet und Crackle Paste. Den Stuhl habe ich mir ausgeschnitten und halt dazu angepasst. Dieses Video ist bei euch relativ gut angekommen, also habe ich mich dazu entschlossen, quasi eine Serie daraus zu machen. Ich arbeite heute in so einem richtigen Art Journal, weil das ganz einfach ein bisschen ein dickeres Papier hat und nachdem ich noch nicht weiß, ob ich jetzt sehr viel mit nassen Medien arbeite, wahrscheinlich kommen Wasserfarben auch zum Einsatz. Ist das immer ganz gut, wenn man nicht weiß, wie viel Schichten man hier rauf gibt, dass man halt ein dickeres Papier verwendet. So, ich habe mir jetzt schon einiges überlegt, was ich gerne machen möchte. Und zwar habe ich gesehen ein Foto, da ist ein Fenster und so ein Stück Mauerrest und dann ist halt hier im die Wildnis, was sich das quasi retour erobert. Und das möchte ich heute versuchen auf eine Journal-Seite zu bringen. Ich habe mir zu diesem Zwecke schon so ein paar Mauern gemacht. Die habe ich mit einem Embossing-Folder und einem Aquarellpapier gemacht, damit ich das dann auch gut bemalen kann. Dann habe ich mir noch ausgestanzt verschiedene. Ich habe mir auch ein paar Pflanzen ausgestanzt. Die möchte ich dann, auch wenn ich vielleicht den Hintergrund damit Wasserfarbe gestalte und anmale oder vielleicht ein bisschen Doodle, aber trotzdem möchte ich quasi 3D-mäßig noch ein bisschen was drauf haben. Also habe ich hier so verschiedene Pflanzen-Die-Cuts mir ausgeschnitten. Was ich dann in meinem Fundus auch noch entdeckt habe, sind so, das spiegelt jetzt wieder furchtbar, so Kleber, wo, also Bickerl, wo so Rosen drauf sind. Ja, vielleicht dürfen die auch mitspielen, weiß ich noch nicht ganz genau. Gut, als allererstes hätte ich gesagt, zeichnen wir uns mal circa eine grobe Form auf, wie das sein soll. Ja, was ihr auch noch braucht, ist irgendwie ein Stück festerer Karton, ein Stück Pappe, woraus ihr den Fensterrahmen dann gestalten könnt. Das habe ich mir jetzt noch nicht hergerichtet, das muss ich mir dann gleich suchen gehen. So, auf alle Fälle habe ich mir gedacht, das wäre jetzt hier quasi so ein Mauerabriss hier haben. Oder eventuell, dass die Mauer da noch, ja, die müsste eigentlich relativ gerade raufgehen. So. Und hier, da müsste vielleicht auch noch ein bisschen mehr Mauer sein, soll dann so unser Fenster sein und ich hätte gern so ein altes Fenster, was so einen Spitzbogen macht oder Rundbogen. Und da haben wir dann so den Fensterrahmen.
Das Ganze steht halt da dann so in dieser Mauer und hat halt dann hier vielleicht noch so ein paar Sprießerl, wovon vom Glas vielleicht gar nicht mehr so viel über ist, sondern nur mehr so ein bisschen was. Da hängt vielleicht auch noch was runter. So. Das Ganze werde ich mir jetzt mal mit Wasserfarbe einfach kolorieren. Hier einfach ein bisschen grün und da werde ich so ein bisschen braun-grau machen, damit ich einen groben Hintergrund habe. Ihr könnt das wirklich jetzt mit jeder Wasserfarbe machen. Ich habe da so einen Wasserfarbenkasten von Van Gogh. Ist aber jetzt egal, welche Marke. Hauptsache mal Wasserfarbe. Und damit könnt ihr euch das Ganze jetzt einfach mal kolorieren. So, kurzer Zeitsprung. Sorry, meine Kamera hat jetzt irgendwie nicht mit aufgenommen. Zu leicht aufs Knöpfchen gedrückt. Ihr seht, ich habe jetzt hier einfach nur ganz grob mal grün Hintergrund gemacht und hier eben diesen graubraunen Hintergrund, also nichts Spektakuläres und auch nicht irgendwie fein oder sonst irgendwie, einfach nur ein paar Abschattierungen. Gut, und jetzt möchte ich mir überlegen, wie ich hier meine Mauerstücke quasi anlege. Ich habe mir die da schon ein bisschen zurechtgerissen. Dieses gerade Mauerstück wird quasi so mein Fundament hier mal sein, wo mein Fenster hinaufkommt. Hier habe ich ein kleines Loch hineingerissen, da fehlt ein Stück Ziegelstein. Und da habe ich mir auch schon mal so ein paar Mauerstückchen abgerissen. Ich werde hier vielleicht noch etwas hineinrutschen, damit man dann dieses ausgefallene, abgefranste hier sieht. Na, aber wie habe ich denn das vorher gehabt? Anders, so habe ich das gehabt. Entschuldigung, so steht das. So steht das. So steht das. So, ich habe vorher schon ein bisschen Puzzle gespielt. Wie gesagt, das hat die Kamera jetzt nicht mitgefilmt. Das wäre jetzt mal meine Mauer. Sieht man gar nicht so gut da jetzt, ne? Die ich natürlich dann später auch noch farblich anpassen werde. Es geht jetzt einfach mal darum, das Ganze ein bisschen zu arrangieren. Und später werden wir das Ganze dann eben farblich passend machen. Da suche ich mir dann am besten von Pinterest oder irgendwo aus dem Internet quasi eine verfallene Mauer heraus und schaue, wie ich die dann koloriere. Weiß ich jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich da das mit der Wasserfarbe mache, mit der Aquarellfarbe oder ob ich dann vielleicht doch auf Acrylfarbe zurückgreife, die mir eigentlich ein bisschen mehr liegt. Schauen wir mal. Jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns mal um das Fenster. Und wie gesagt, beim Fenster würde ich vorschlagen, ein Stück Karton zu nehmen und sich dieses Fenster mal auszuschneiden. Ich habe mir jetzt hier mal so ein Stück Graupappe geholt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, das war von irgend so einem, was so zwischen die Hemden steckt, wenn man ein Hemd kauft oder so. Sowas dürfte das, glaube ich, gewesen sein. Und das ist hier ein normales Stück Karton. Wobei, eigentlich wollte ich es aus dem normalen Stück Karton machen, aber jetzt habe ich mir überlegt, nachdem das ja in dem Journal drin ist, ist wahrscheinlich die dünnere Variante die bessere, weil sonst wird das Journal gar zu dick. Das heißt, ich werde das jetzt mal aus dieser Graupappe hier machen. Gut, zu diesem Zwecke markiere ich mir halt jetzt hier einfach so circa
mal die Breite unseres Fensters. Und wie hoch soll man das machen? Da der Spitzbogen ist, machen wir das circa so. Und das Ganze schneide ich mir jetzt einfach mal aus. Und dann, so, jetzt habe ich wieder überhaupt keinen Platz hier auf meiner Arbeitsfläche. Katastrophe, wenn der Tisch zu klein ist. So, jetzt machen wir das mal so hier. Muss ja nicht unnötig rumschneiden. Gut. Wir nehmen jetzt an, dass das jetzt gleich unser Fensterrahmen ist. Und machen diese Fensterrahmen mal gleich 5 mm breit. Da kann man schön anlegen da. Und dann haben wir hier natürlich noch da jetzt die Mitte, ungefähr die Mitte. Jetzt lege ich mir halt das so ungefähr spitz hier an. Und hoffe mal, dass ich das da auf der zweiten Seite auch so zusammenbringe. Ja, immer das Nämliche, dass man eine Seite schön zusammenbringt und die zweite Seite nicht. Okay, naja, das schaut halbwegs gleich aus. Sagen wir mal, das lassen wir mal. Aber da braucht man natürlich auch unsere 5 mm. Also machen wir das auch so. Gut. Die ungefähre, sieht man jetzt schwer, gell? So, besser. Die ungefähre Form haben wir hier jetzt. Jetzt ist natürlich die Frage, diese Zwischenteile, lasse ich die gleich aus Karton oder mache ich die dann später mit einem Draht oder irgendetwas anderem. Ich glaube, ich lasse die gleich aus Karton. Also zeichne ich mir die auch ein. So, es ist ja nicht schlecht, wenn man zwischendurch mal ein bisschen aufstehen muss. Bisschen Bewegung machen, schadet ja nicht. Ne? Man muss ja auf seine 10.000 Schritte am Tag kommen. So, das Fensterchen wäre geschafft, auch wenn es jetzt vielleicht nicht hundertprozentig gleich ausschaut, macht nichts, ist so. So, ich habe jetzt hier mal diese grüne Matte weggegeben, weil das macht in der Kamera so ein grausliches Licht, warum auch immer. Gut, schauen wir jetzt mal, was wir da haben. So, und ich finde, dass das jetzt da eigentlich schon mal ganz gut ausschaut. Gut, da mache ich jetzt noch ein kleines Mauerstückchen her und dann klebe ich mir die Mauer fest. Und vielleicht ein bisschen aus dem Zoom gehen wäre auch nicht schlecht. Verkehrte Richtung. So, jetzt sieht man mehr. Ich klebe mir diese Stückchen jetzt einfach mit einem normalen Tackle-Clue nieder. Und da vielleicht mal die erste Mauer rein. So, wenn wieder was rauskommen würde hier. Hallo. Na also. Solltet ihr jetzt keinen Embossing-Folder oder so mit Mauer haben, hat ja nicht jeder daheim herumkugeln. Wäre zum Beispiel eine Alternative, sich Fotos herauszusuchen von alten Mauern oder vielleicht findet man sogar
in Zeitschriften etwas. Oft gibt es ja da so bei Gartenzeitschriften zum Beispiel irgendwelche Mauerfotos, wo sich Rosen drüber ranken oder sowas in der Richtung. Das wäre halt eine Option, die man auch noch verwenden könnte. Oder man geht schlicht und ergreifend her und zeichnet sich die Mauer selber. Und dann kann man sich das natürlich genauso hier herkleben und hat dann eben auch so ein bisschen diesen erhobeneren Effekt. Man muss halt wirklich immer mit dem arbeiten, was man zu Hause hat. Und ich finde halt, natürlich, wenn man schon länger bastelt, es sammelt sich halt dann genügend Kram an. Und man hat dann halt einfach mehr zu Hause als jemand, der gerade erst irgendwie angefangen hat, so sich kreativ zu beschäftigen. Aber es gibt immer sehr viele Sachen, die man durch normale Gegenstände, die man halt auch so im Haushalt oder was man sonst wegwerfen würde. Vielleicht findet ihr ja irgendein einen Karton, der ein Mauermuster drauf hat von irgendeiner Verpackung oder wie auch immer. Also das ist nicht so schlimm, wenn man jetzt dann diese Sachen nicht zu Hause hat. Man muss halt immer ein bisschen kreativ werden und überlegen, was könnte ich stattdessen nehmen. Finde ich oft eine spannende Geschichte, ist, wie wenn ich alles immer so eins zu eins daheim habe. Ich meine, ich arbeite ja jetzt quasi auch mit den Sachen, die ich zu Hause habe. Ne? Schauen wir hier mal, wie wir unser Geäst hier, das möchte ich gerne darauf kommen lassen, verteilen. Soll ja irgendwie so ausschauen. Als würde sich das die Natur hier gerade massivst zurückerobern. Ich möchte auch, dass da ein bisschen was rauskommt. Natürlich gibt es hier auch Farne. Ja, ich denke, so schaut das ganz gut aus. Ich werde mir das jetzt allerdings mal fotografieren oder so zur Seite legen, dass ich weiß, wie ich das gehabt habe, weil ich möchte mir die Mauer zuerst kolorieren, damit ich weiß, wie ich das tue. Schaue ich mir dann auch gleich noch geschwind ein paar Referenzfotos an und den klebe ich jetzt doch nieder, weil ich jetzt nicht so viel reinstecke in das Ding wie gedacht. Dann ist natürlich die Frage, ich habe ja da noch diese Rosenteile, aber die werden mir, glaube ich, zu überdimensional werden. Die schauen da alle sehr groß aus. So, sollte man vielleicht mal festhalten. Wenn ich jetzt da die Rose, das ist schon sehr, da hätte ich ein bisschen kleinere. Ja, das ist schon sehr mächtig alles. Schauen wir mal, kolorieren wir erstmal die Mauer. Und dann sehen wir weiter, ne? Hat schon irgendwie, glaube ich, der Hans Moser gesagt. Schauen wir mal, dann sehen wir mal, ne? Aber eben schon noch so dünn, dass man hier quasi das embosste Ziegelsteinmuster sieht. Gerade mit dem Pinsel hier etwas schwierig ist. Ich glaube, da muss ich mal einen weicheren nehmen. Nicht zu viel Farbe auf das Pinselchen. Und dann eher mehr so Dry Brush Technik, so, dass ich es noch rausbringe. Hier machen. Das heißt eher weniger Farbe auf dem Pinsel. Und dafür halt ein bisschen öfter hin und her. Dann diese abgerisseneren Stellen, die mache ich mir hier so ein bisschen dunkler.
So, ja, ich finde, das sieht schon ganz gut nach Mauer aus. Hier oben habe ich mich jetzt halt ein bisschen ver weil ich da zu viel Farbe draufgeschmissen habe. Okay. So, was ich jetzt hier auch noch gerne machen möchte, Entschuldigung, ist, wo ist meine kleine Spachtel? Dass ich da jetzt noch ein bisschen eine Struktur paste, so ein bisschen. Oder nehmen wir die Crackle Paste. Nein, wir nehmen die Crackle Paste. Ich meine, es ist zwar jetzt keine Ink, aber vielleicht zieht sie dann die Farbe, was darunter ist, auch ein bisschen in die Höhe. Wenn nicht, müssen wir halt mit irgendeiner drüber gehen, dass das halt jetzt so quasi ausschaut wie so abgebröckelter Putz. Gehen wir dann jetzt hier das ein bisschen auf die Verbindungsstellen hinauf, wo ich die verschiedenen Stücke hier zusammengestückelt habe. Bitte schaut euch jetzt an, wie herrlich diese Mauer geworden ist. Genau so habe ich mir das jetzt vorgestellt. Wundervoll. Einfach nur wundervoll. Gerade schwer begeistert. So, was haben wir jetzt als nächstes noch zum Dazugeben? Unsere Die-Cuts. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Ja, ich werde die, glaube ich, so pinseln. Gut, das war es eigentlich eh für die Katz, dass ich mir das jetzt oben, unten und hinten und vorne hingelegt habe, dass ich weiß, wie das gehört, weil ich sie jetzt zuerst bemale. Egal, das werden wir schon noch hinbringen. Wobei, nie, man könnte ja hier auch vielleicht mit irgendwelchen Acrylsprays rumsprühen. Ja, ich glaube, das werde ich jetzt machen, wobei ich nur von diesen hier die Stämme da ein bisschen anmale, damit nicht alles ganz grün ist. Auch einfach wieder mit Tacky Glue auf. Man könnte natürlich jetzt auch Matt Medium oder so nehmen. Oder jeglichen anderen Kleber eurer Wahl. Das ist jetzt eigentlich egal. Ja, schaut eh so aus, als würde es von da kommen. Ich klebe jetzt auch nicht alles so ganz fest, wenn man das hier sieht. Also diese Blätter hier, die dürfen gerne noch ein bisschen in die Höhe stehen. Wenn das Journal dann zugeklappt ist, steht da eh nichts. Es legt sich dann eh nieder. Aber es darf gerne so ausschauen, als würde da was wirklich richtig in die Höhe kommen. Also mit dieser Mauer bin ich wirklich ziemlich glücklich, muss ich sagen. Fasziniert mich immer wieder, wie man mit einfachen Mitteln doch immer wieder coole Sachen machen kann. Und ich mit. Heute sau ich hier mal wieder so richtig rum, aber so richtig. Alles klebt. Ist mir hier gerade noch so eine Idee gekommen. Ich habe da ja so einen Flusselgarn, der so einen Farbverlauf drinnen hat. Wenn ich da jetzt das Grüne rausschneide, dann Flügelgarn drauf geben, hat er so ein längeres Stück. Fragt mich nicht, wo ich den her habe. Den haben irgendwo meine Kinder mal daher gebracht. Keine Ahnung. Den habe ich jetzt gefunden beim Zusammenräumen und beim Ausmisten von diversen Werkköfferchen, die am Dachboden waren. Ah, na, wie schaut das aus? Ja, das schaut cool aus. Das nehmen wir so.
Hier brauche ich eigentlich eine Pinzette rumholen. So. So, machen wir das einfach so. Kram ich jetzt gerade mal in meinem Fundus, ob ich irgendwo kleine Blümchen habe. Weil da so Blümchen wären irgendwie noch nett. Und da dann noch überall so ein bisschen kleine Röschen draufsetzen. Ah, ja, das machen wir. Das ist cool. Das sind auch schon wieder so Sachen, das habe ich jetzt nicht vorgehabt, dass ich das so mache. Eigentlich wollte ich nur mit den Die-Cuts arbeiten. Aber ja, das ist mir jetzt einfach so während des Herumwerkens hier eingefallen, dass man das ja eventuell so machen könnte. Also folgt eurer Intuition und macht's einfach. Ich werde jetzt hier diese beigen Röschen nehmen, weil von denen habe ich irgendwie spannenderweise am meisten. Warum habe ich das jetzt gerade gezählt? Weil eine ungerade Zahl auf solchen Projekten, warum auch immer, einfach besser ausschaut. Gut, zu diesem Zwecke nehme ich mir hier meine wasservermalbaren Stifte her. Und ich gehe jetzt hier einfach nur so in komischen Linien hier rüber, wie wenn das jetzt hier Gemüse wäre und irgendwelche Pflanzen, die hier so lustig durch die Gegend wachsen. Das schaut jetzt im ersten Moment relativ unruhig aus, wird sich dann aber noch verblenden und das mache ich mit verschiedenen Grüntönen natürlich. Vielleicht sogar noch mit etwas Braun. Den Hintergrund hier noch ein bisschen dunkler zu bekommen. So, jetzt gehe ich hier einfach mit einem dünnen Pinsel und verblende mir das Ganze hier mit Wasser. Man sieht jetzt schon den Unterschied. Die eine Seite ist hier dunkler und rutscht automatisch durch dieses dünklere mehr in den Hintergrund. Denn alles, was dunkler ist, tritt zurück und Helles kommt hervor. Ja, meine Lieben, das war's für heute. Wir sind fertig. Ich lasse das jetzt alles noch ein bisschen trocknen. Und ja, das ist unser heutiges Projekt gewesen. Ja, vielleicht machen euch diese Lost Place-Geschichten auch Spaß und ihr probiert das selber gerne mal aus. Ihr könnt mir ja gerne via E-Mail eure Werke schicken und zeigen oder auf Instagram mich anfunken und mir mal so ein Lost Place-Werk von euch zeigen. Wenn ihr das gerne auch probieren möchtet, würde mich echt interessieren. Wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch das jetzt gefallen hat. Das hilft wirklich meinem kleinen Wutzi-Kanal sehr, damit er ein bisschen größer wird, damit er auf YouTube auch angezeigt wird. Likes und Kommentare pushen das Ganze so ein bisschen, aber das wisst ihr eh. In diesem Sinne, meine Lieben, würde ich sagen, fühlt euch inspiriert, taucht ab in euren Lost Place vielleicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ediths kreatives Chaos. Bis bald, meine Lieben. Ciao, ciao.